Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Klienbacher, Börsentrainer Andreas Klienbacher aus Karlsruhe, bekannt als Mr. T. Und zwar heute zu den drei verschiedenen Körpertypen: Endo, Ecto und Meso. Gibt's das oder gibt's das nicht? Ja, es gibt unterschiedliche Körpertypen. Das ist ja auch visuell sichtbar, das ist ja visuell erfassbar. Es gibt Menschen, es gibt Männer mit sehr zarten Knöchelchen, mit sehr kleinen, schmalen Gelenken, entsprechend natürlich eine sehr, sehr schmale Statur. Dann gibt es Menschen, die etwas kräftiger sind, die natürlich auch schöne, kräftige Gelenke haben, entsprechend einen schönen, kräftigen Kopf, sieht man schon direkt am Ausdruck. Und es gibt natürlich Menschen, die natürlich eben dazu neigen, sehr, sehr kräftig zu sein, auch ein bisschen mehr passive Körpermasse mit sich rumzutragen, der Durchschnitt. Klar, darf man natürlich nicht vergessen, das sind die Grundtypen, die es da gibt. Einfach ganz unterschiedliche Erscheinungsbilder, hat auch ein bisschen was mit der Muskelfaserverteilung zu tun. Der eine ist prädestiniert für einen Ausdauerläufer, Urvölker hätten den bestimmt nicht genommen, um das Urtier, den Elefanten, wie heißen die anderen, keine Ahnung, wieder vergessen, zu zerlegen, sondern die hätten ihn eher genommen, eben um weite Strecken abzulaufen, um eben ihn erforschen zu lassen, schauen zu lassen, wo gibt es was zu jagen. Dann gibt es diese kräftigen Typen, diese muskulösen Typen, die natürlich sehr viel Schnellkraft haben, die innerhalb von kurzer Zeit extrem viel Kraft entwickeln können, aber diese Kraft auch etwas länger erhalten können. Das wären diese gewesen, die dieses Tier zerlegen bzw. auch jagen. Und dann gibt es natürlich die richtig schönen, kräftigen. Das wären diese gewesen, die natürlich dann eben hauptsächlich beim Zerlegen des Fleisches zuständig gewesen werden. Die haben wahnsinnig viel Kraft zum größten Teil, aber natürlich eben keine große Ausdauer und auch keine Kraftausdauer. Das heißt, wenn die natürlich mal 10 Schnitte gemacht haben, sind die relativ schnell am Ende und relativ schnell übersäuerten können nicht mehr. So gibt es 3 so Grundkörpertypen, die gibt es tatsächlich. Jetzt dürfen wir aber nicht vergessen, dass es manchmal da natürlich auch Mischungen gibt. Aber dazu müssen wir jetzt nicht genau darauf eingehen, sondern sonst artet es hier aus in eine wissenschaftliche Studie und dann wird es vielleicht für den einen oder anderen langweilig. Nur gibt es tatsächlich eben unterschiedliche Körpertypen. Aber man darf halt nicht vergessen, dass natürlich der zivilisierte Mensch sich manchmal zwar von der Grundveranlagung her einer zu diesen 3 Körpertypen gesellt, aber es kommt natürlich dann noch dazu, dass wir natürlich bedingt durch unser Verhalten im Bereich der Bewegung, unser Verhalten im Bereich des Berufes, was wir für einen Beruf gewählt haben, und durch unser Essverhalten natürlich zusätzlich eben irgendwohin tendieren können. Das heißt, der lange oder der schmale, dünne neigt auf einmal dazu, dass er ein ganz schönes Bäuchlein kriegt, aber die Extremitäten bleiben weiterhin dünn, weil er eben einfach auch für sein Verhältnis zu viel Nährstoffe, zu viel Energielieferanten zugeführt hat. Genauso natürlich der Kräfte dazu veranlagt ist, schön muskulös zu sein. Auch der neigt dazu, wenn er eben einfach zu viel isst, dass er einen gewissen Fettansatz hat, aber der sich eben oftmals nicht auf den ganzen Körper verteilt, sondern eher auf den Bauch und auf den Po-Bereich. Und dann gibt es eben diesen sehr kräftigen Menschen. Und der, wenn der natürlich sich hier eben ein Berufsbild rausgesucht hat, in dem er nur sitzt, sonst keinerlei Tätigkeit hat, keine körperliche Tätigkeit hat und dann zu viel Nährstoffe in Form von Energielieferanten zuführt, neigt natürlich dazu, extrem zuzunehmen, teilweise den ganzen Körper zuzunehmen und zwar in einem Ausmaß, wo eben zum Normalgewicht, was er oftmals schon um 10, 20, 30% von Natur aus überschreitet, nochmal eben 10, 20, 30 Kilo dazukommt. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus eben dieser sehr schlanke Körpertyp. Und die können viel, viel, viel essen und werden in der Regel zunehmen. Aber bei weitem können die niemals das Ausmaß erreichen, wie jemand, der von Natur aus eben dieser kräftige Typ ist, mit diesem etwas langsameren Stoffwechsel, mit der etwas anderen Muskelfaserbestückung.
Zu dem Ganzen kommt natürlich noch dazu, dass man natürlich auch hier über den Hormonhaushalt, über diese ganze Veranlagung, was die Schilddrüse anbetrifft, was Wachstumshormonsekretion anbetrifft, was männliche Hormone anbetrifft, natürlich auch nochmal Gewichtungen hat. Und entsprechend dessen ist es immer ganz wichtig, für sich selbst zu entscheiden. Und diese Körpertypen könnt ihr schon euch auch selber im Spiegel erkennen. Da gibt es ja auch schöne Bilder davon, wie diese Körpertypen aussehen. Und dann ist natürlich ganz klar, der sehr, sehr schlanke, eher ausdauerorientierte Körpertyp als Mann sollte sich vielleicht nicht als oberstes Ziel vornehmen, dass er Mr. Olympia werden möchte, weil das ist natürlich sehr schwierig in diesem Fall, beziehungsweise unmöglich. Der kräftige Körpertyp, der könnte sich sowas schon eher vornehmen, aber der ganz kräftige, der eben so viel Masse mitbringt, der sollte sich nicht dazu entschließen, zu sagen, ich möchte bei der Olympiade beim Marathon mitlaufen oder beim 5000er, 10.000 Meter Lauf, weil das wird wahrscheinlich zu großer Wahrscheinlichkeit zum Scheitern verurteilt sein. Klar, wir dürfen natürlich nicht vergessen, der Wille steht immer über der Genetik, aber es gibt einfach so gewisse Grundveranlagen und die lassen sich definitiv nicht wegdiskutieren, die sind da. Deswegen ist es ganz gut, wenn man sich für einen Sport entscheidet und den Sport zum Beispiel auch wettkampftechnisch ausführen möchte, dass man eben die richtige Grundveranlagung hat. Das macht das Ganze viel einfacher und auch das Ganze viel erfolgreicher. Es gibt Länder, da dürfen die Sportler sich nicht von selbst heraussuchen oder raussuchen, welche Sportart sie absolvieren möchten, sondern da wird unter anderem auch über Muskelbiopsie geguckt. Da kommt ein junger Mann und sagt, ich möchte definitiv 50, 100 Meter, maximal 200 Meter Läufer werden. Und dann gucken wir mal, Muskelbiopsie in entsprechenden muskulären Anteilen, da stellt man fest, okay, der Gute hat nicht genügend Muskelfasern dafür, die dafür ausgelegt sind, diesen Sport zu machen. Also, und auch vom Körpertyp her passt er nicht. Das würde so keinen Sinn machen, diesen zu trainieren zu lassen und in ihn zu investieren. Dann gibt es dann einen jungen Mann, einen sehr kräftigen jungen Mann, der sagt, ich möchte Marathon laufen, ich möchte Stabhochspringer werden. Und auch da werden natürlich in solchen Ländern gewisse Tests gemacht und wird festgestellt, allein natürlich, klar, ein Stabhochspringer mit etwas zu viel Gewicht wird sowieso schwierig. Und da wird festgestellt, nee, du bist dafür nicht veranlagt. Entsprechend dessen wäre es ganz gut, wenn du dich zum Beispiel entscheiden wirst, du möchtest Gewichtheber werden, du möchtest zum Beispiel Ringer werden. Wobei Ringer auch wieder schwierig ist, wenn jemand natürlich zu viel Passivmasse mit sich rumträgt, weil natürlich auch deine Kraftausdauer gefragt ist. Und somit gibt es einfach verschiedene Grundtypen, zu denen man gehört und mit denen muss man sich abfinden und damit muss man sich arrangieren, ist auch nicht schlimm. Es müsste ja schlecht, wenn alle gleich aussehen würden, das wäre ja langweilig. Und somit hat jeder natürlich die Chance, aus seinem Körper das Maximum auszuholen. Das heißt also für alle Schlanken, nicht den Kopf in den Sand stecken, auch ihr könnt Muskelmasse aufbauen, ihr habt es nur wesentlich schwieriger und ihr könnt eben nur ein gewisses Ausmaß erreichen. Genauso für den sehr kräftigen, von Natur aus eher trägen Stoffwechseltypen, den Menschen, der gerne natürlich zu viel Nährstoffe, auch falsche Nährstoffe, zu viel Energielieferanten zuckerlastig, schnell einlagert und damit Körperfett zunimmt. Auch da gibt es ganz klar die Ansage, ihr müsst nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ihr könnt natürlich auch durch gewisse Maßnahmen für euch das Maximum rausholen. Das war's schon. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Alias Mr. T zum Thema Körpertypen.